Hallo, liebe Leute, herzlich willkommen zu Cassandras Movie Time. Ich stelle euch wieder drei meiner Lieblingsfilme vor. Anfangen tun wir mit Cabin Fever. Unsichtbar, lautlos, tödlich. Ein Film aus dem Jahre 2002 von Eli Roth. Also, da erwartet uns einiges. Unsichtbar, lautlos, tödlich. Tödlich, die Zukunft des Horrorfilms. Furchtbar fies und sehr vergnüglich. Ja, ein bisschen Komödie ist auch dabei. Und hier steht ein furioser Schocker. So, das ist die Rückansicht. Und hier von vorne. Ja, Cabin Fever. Wovon handelt Cabin Fever? Es geht darum, dass ein fleischfressendes Bakterium freigesetzt worden ist und sich auch im Trinkwasser befindet. Fünf College-Studenten, die auf dem Weg in eine Waldhütte sind, ahnen davon nichts. Die fünf, das sind Karen, Mercy, Paul, Jeff und Bert. Sie wollen ihren Abschluss feiern und haben nichts als Freude und Spaß im Kopf. So, sie fahren also los, halten vor einem Shop und kaufen erstmal Alkohol und also überwiegend Bier und ein paar Sandwiches ein. Im Haus angekommen, gehen Mercy und Jeff erstmal auf ihr Zimmer und testen das Bett. Die haben also für äußerliche Vergnügungen erstmal keine Zeit. Die sind mit sich selbst beschäftigt. Während Karen und Paul erstmal schwimmen gehen wollen, sich sonnen wollen und den Urlaub so richtig einklingen lassen wollen. Der etwas gestörte Bird, also ich finde ihn etwas gestört, schnappt sich ein Gewehr und will auf die Jagd gehen. Er möchte Eichhörnchen jagen. Wie bekloppt kann man eigentlich sein, Eichhörnchen zu jagen? Nun ja, und er jagt auch, nur sein Schuss trifft nicht ein Eichhörnchen, sondern einen Menschen. Einen, sagen wir, einen, der in den Wäldern lebt. Ein sogenannter Aussiedler würde man ihn vielleicht nennen. Das war der Mann, man sieht am Anfang eine Szene, dessen Hund fast aufgefressen da liegt und verendet ist. Der Mann ist schockiert. Das war sein einziger Freund. Aber woran ist der Hund eigentlich gestorben? Ja, eigentlich kann man sich fast denken. Denn wenn das Trinkwasser verseucht ist von fleischfressenden Bakterien, bleibt es nicht aus. Denn Menschen trinken nun mal Wasser und die Tiere auch. So. Dann abends wird erstmal ein Lagerfeuerchen angemacht, man amüsiert sich, Marshmallows werden gegrillt. Dann, als sie ins Haus gehen und sich schon mal schlaffertig machen wollen, klopft es an der Tür. Ja, es klopft an der Tür. Und es ist der Mann, auf den Bird geschossen hat. Ja, der steht schwer verletzt und wie angefressen vor der Tür. Also angefressen vom Hautbild her und vom Gesicht. Die anderen sind schockiert. Sie wollen ihn abwehren. Sie ahnen, dass er irgendeine Krankheit hat, mit der sie nichts zu tun haben wollen, was man ja auch irgendwo verstehen kann. Ja, sie wehren ihn ab. Der Mann will das Auto stehlen. Wahrscheinlich will er sich Hilfe holen, denn er ist, wie gesagt, schwer verletzt. Das unterbinden sie. Er kotzt ihnen noch das ganze Auto voll, von innen, von außen, von oben und von unten. Und es ist so ein richtiges, blutiges, schleimiges Etwas, das er da auskotzt. Die anderen wehren ihn ab und versehentlich geht der Mann in Flammen auf. Er verbrennt. Die anderen sind schockiert. Das hatten sie nicht beabsichtigt. Das war nicht das, was sie wollten. Nun müssen sie ihre Tat wohl oder übel gestehen. Es wird noch diskutiert, melden sie es oder melden sie es nicht. Sie entscheiden sich dafür, die Tat zu melden, denn im Grunde war es ja ein Unfall. Sie wollten sich nur des Mannes erwehren und ihn nicht in ihre Nähe lassen. Ja, am nächsten Morgen stellen sie fest, dass das Auto hinüber ist. Der Motor springt nicht mehr an. Sie müssen also, und es geht nicht anders, Hilfe holen. Sie versuchen es, scheitern aber. Auf einem Grundstück treffen sie eine Frau, die gerade ein Schwein schlachtet, und das sieht ihnen so richtig gelblich degeneriert aus. So wirklich, wie Kotze. Und sie erzählt, dass die Schweine in letzter Zeit alle krank sind und man sie nicht mehr essen können. Die zwei machen sich auf und davon, als sie erfahren, dass derjenige, den sie erschossen haben, wahrscheinlich der Cousin dieser Frau ist, die erzählt, dass er in den Wäldern lebt. Da kriegen sie erst richtig Angst. Und
Anschließend taucht ein Deputy auf, der einfach mal nach dem Rechten sehen wollte. Paul erklärt ihm alles. Er scheint recht locker zu sein und lädt Paul zu einer Party ein. Er ist selbst noch ein junger Mann und verspricht, Hilfe zu finden und einen Abschleppwagen herbeizuschicken. Dieser Abschleppwagen taucht aber niemals auf. So, auf dem Wasser oder im Wasser sind sich natürlich Karen und Paul, die sich annähern wollten, sehr nahe gekommen. Sie haben sich geküsst und sind sich auch allgemein näher gekommen. Man könnte sagen, die Liebe zwischen ihnen ist gewachsen. Ja. Abends sieht man Karen ins Bett gehen. Sie ist müde. Sie hat sehr viel Wasser getrunken und sie fühlt sich schlapp und müde und geht frühzeitig schlafen. Paul legt sich dazu und schläft ebenfalls ein. Als beide wach werden, haben sie das Bedürfnis, sich näher zu kommen und Paul fasst Karen zwischen die Beine. Was er erlebt, ist schockierend. Er hat, als er den Finger oder die Hand rauszieht aus ihrem Höschen, blutigen Schleim, richtiges Blut an seinen Händen. Das heißt, Karen ist nun auch infiziert. Und zwar haben sich die fleischfressenden Bakterien in ihrem Körper eingenistet und bereits angefangen, Teile ihres Körpers aufzufressen. Ja. Sie schreit und den anderen, die ins Zimmer stürmen, ist nun klar, dass auch Karen infiziert ist. Ja, was tun? Sie müssen sie isolieren. Es hilft ja alles nichts. Es bleibt ihnen keine andere Wahl, wenn sie nicht selbst Gefahr laufen wollen, infiziert zu werden. Sie haben die Idee, sie im Schuppen einzusperren und dann auf Hilfe zu warten und nochmal versuchen, Hilfe zu holen. Sie geben ihr eine Decke, sperren sie dort ein und versprechen, auf sie aufzupassen, denn in der Gegend streunt ein wilder Schäferhund herum, der wahrscheinlich auch infiziert ist, jedenfalls wirkt er wie tollwütig. Wunden kann man noch nicht an ihm sehen. Ja. Sie wollen am nächsten Tag, nachdem der Wagen sauber gemacht ist, haben sie vor, und er springt Gott sei Dank auch wieder an, haben sie vor, Karen in die Stadt zu bringen und in ein Krankenhaus zu schaffen. Doch als sie Karen ins Auto schaffen wollen, kotzt auch diese wieder ihnen den ganzen Wagen voll. Mercy und Paul bringen sie wieder in die Scheune. Bert entdeckt, dass auch er infiziert ist. Er entdeckt es, als er an seinem Körper herunterschaut, sieht man die ersten roten Stellen, das ein Zeichen ist, dass die fleischfressenden Bakterien angefangen haben zu arbeiten. Bert entschließt sich, das den anderen nicht zu sagen, denn er hat Angst, dass man mit ihm genauso verfährt wie mit Karen. Jeff, der inzwischen merkt, dass das Ganze außer Kontrolle gerät, haut ab. Er nimmt sich Bier mit und sagt, ich bin jetzt erstmal weg. Ich will mit der ganzen Scheiße hier nichts mehr zu tun haben. Man sieht noch, wie er auf und davon läuft, ein Sixpack Bier unterm Arm. Ja, er macht wohl das Richtige. Ja. Anschließend ist Mercy sehr einsam. Ihr Jeff ist weg. Ja. Sie kommen sich näher, Pearl und Mercy. Ja, sie schlafen miteinander. Als Mercy anschließend in die Badewanne geht, sieht auch sie die ersten Zeichen an ihrem Körper, dass die Bakterien angefangen haben zu wirken. Sie ist voller Panik, setzt sich in die Badewanne und fängt an, sich die Beine zu enthaaren. Was sie allerdings abzieht, sind nicht nur Haare, sondern das ganze Fleisch löst sich von ihren Beinen. Bert versucht noch einmal Hilfe zu holen. Er läuft in die Stadt, aber man hält ihn für verrückt und verjagt ihn. Der Inhaber erkennt nämlich inzwischen auch, dass dieser Bert irgendeine Krankheit hat, die er auf keinen Fall haben möchte und sein verrückter Sohn schon dreimal nicht. Er informiert den Sheriff, dass oben auf der Hütte wohl eine Seuche ausgebrochen ist. Der Sheriff verspricht Hilfe. Das verspricht er.
Paul entdeckt auf einem Spaziergang, auf dem er sich befindet, einen See, die Wasserversorgung der kleinen Stadt. Aber was er auch erkennt, ist, dort liegt eine Leiche drin. Und zwar liegt da drin eine Art Penner, Obdachloser, auch ein Waldmensch, der auch aus Tausenden von Wunden blutet, halb verwest ist. Ja, das ist für das Wasser bestimmt sehr, sehr gut und hebt die Qualität gewaltig, denke ich mir mal. Er selbst versucht, den Leichnam rauszuziehen, stürzt dabei aber selber in die Tunke. Ja. Was nun passiert, dürfte klar sein. Er kann sich retten und stürmt davon. Der Sheriff ist nun auf dem Weg zur Hütte, um nach dem Rechten zu sehen. Ja, was findet er vor? Was findet er vor? Er findet Karen vor und tötet sie. Karen sieht inzwischen so aus, dass der halbe Kiefer vollkommen zerfressen ist und nur noch die Knochen zu sehen sind. Das sieht aus, als wäre sie hier skelettiert. Ja, das muss man leider so sehen. Der Hund hatte vorher versucht, Karen anzugreifen und Paul hatte ihn erschossen. Ja. Inzwischen sind alle tot. Der Sheriff hat alle erschossen. Jeff ist noch unterwegs und Paul konnte fliehen. Er sucht den Sheriff auf, er will Hilfe. Doch der ist inzwischen informiert, dass da einiges nicht stimmt und er den Auftrag bekommt, Paul zu töten. Ja. Jeff taucht auf, hat ein paar Tage nur Bier getrunken, ist nicht infiziert. Er hat also die Wette gewonnen, denn Bert ist inzwischen auch erschossen worden aufgrund seiner äußeren Entstellungen, an denen man deutlich sehen konnte, dass auch er infiziert ist. Ja, eine traurige Feier, ein trauriger Urlaub, ja. Bis auf Paul sind alle tot. Der wird zum Schluss von dem Polizisten, dem freundlichen Deputy, erschossen und oder erstochen, ich weiß es gar nicht mehr so genau, und liegt am Ufer dieses verseuchten Gewässers. Ja. Jeff wird auch erschossen, er stürmt zur Hütte und glaubt, alles ist in Ordnung. Er sieht, was alle anderen fort sind. Er hat überlebt, Gott sei Dank. Ja, er hat zwar überlebt, aber nicht lange, denn der Sheriff ist da und knallt auch ihn ab. Alle Leichen werden aufeinander getürmt und verbrannt. Ja, so sieht's aus. Alle sind tot. Ja, traurig, aber wahr. Nur, was keiner weiß, ich glaube, die Einheimischen wissen auch nicht, dass ihr Wasser verseucht ist. Es wird ein schönes Fest gefeiert, Limonade ausgeschenkt, alle trinken fröhlich, freundlich davon. Und im Hintergrund sieht man riesige Wassertanks, die das Wasser nun in allen Städten Amerikas verteilen werden. Wasserfässer, die auf Truckern geladen sind und alles wird verteilt in ganz Amerika. Da kann man nur sagen, Halleluja und guten Durst. Ja, ein richtig toller Film mit richtig tollen Szenen. Also wenn man sieht, wie diese fleischfressenden Bakterien arbeiten und was die aus den Menschen machen, dann kann man nur oh wei sagen. Ja, ich sag nur Halleluja. Der Film bekommt von mir natürlich eine 1. Ist für mich ein Top-Film und einer meiner Lieblingsfilme. Es gibt auch noch Teil 2 und 3. Die werde ich euch vielleicht dann später einmal vorstellen. So. Nun kommen wir zum nächsten Film. Und zwar ist das Jennifer's Body. Ja, den hatte ich euch ja in meinem letzten Video-Update vorgestellt. Ja, Jennifer's Body ist ein ganz toller Film. Ich habe mir die Extended-Version natürlich angeguckt und nicht die Kinoversion. Damit habe ich mich gar nicht erst befasst, wie ich auch schon im Video-Update erzählt habe. Ja, Jennifer's Body, ein Film aus dem Jahre 2009. Der Film spielt in Devil's Kettle, einer Kleinstadt, und Jennifer ist der Star der Schule. Sie ist wunderschön und sie hat es aber faustdick hinter den Ohren. Kein Junge kann ihr widerstehen. Sie ist schön, sie ist intelligent und sie ist natürlich Cheerleader. Wie könnte es anders sein? Die Anführerin der Cheerleaders.
Ja, sie hat nichts anderes als Jungen im Kopf. Ihre beste Freundin ist Needy. Die ist jetzt von einem ganz anderen Schlag. Sie sind aber beste Freundinnen von Kindheit an. Needy ist mehr so der Strebertyp, so ein bisschen unscheinbar, aber sehr intelligent und die Streberin in ihrer Klasse. Freunde fürs Leben, so sagen sie selbst. Ja, eines Tages erzählt Jennifer von einem Konzert von Low Shoulders, das in einer Hütte stattfinden soll, in so einem Schuppen, der gleichzeitig als Bar dient. Und da würde sie unheimlich gerne hin, denn Low Shoulders ist ihre Lieblingsband. Needy ist davon erst nicht so ganz angetan, denn erstens hasst sie es auszugehen und zweitens mag sie die Band überhaupt nicht. Aber Jennifer mag sie. Jennifer ist in den Sänger verknallt. Auf dem Konzert legt Jennifer es direkt darauf an, dem Sänger näher zu kommen. Sie geht auf ihn hin, begrüßt ihn, erzählt ihm, dass sie auf die Musik steht. Ja, tut so, als kenne sie ihn schon ewig. Ja. Ja, so ist es. Sie hat den Mut, als Erwachsene aufzutreten. Ja, sie muss als Erwachsene rüberkommen, denn die Band sind keine Teenies mehr. So sieht's aus. Deswegen möchte Jennifer auch unbedingt Alkohol trinken, denn dann hat sie das Gefühl, wirkt sie doch gleich viel erwachsener. Und sie muss dem Sänger gefallen. Das ist das, was sie möchte. Was sie nicht weiß, ist, dass diese Band aus Satanisten besteht, die sich der schwarzen Magie verschrieben haben, um ihrer Karriere dadurch auf die Sprünge zu helfen. Sie hoffen dadurch, Superstars zu werden, wenn sie mit dem Teufel Sache machen. Ja. Das wissen die beiden Mädels nicht und die arme Jennifer auch nicht. Sie denken, so auf den ersten Blick, so eine Dorfschönheit, die ist doch bestimmt noch Jungfrau. Die könnte man doch für ein Ritual benutzen. Ja, das haben sie dann auch so fest im Kopf. Jennifer strahlt und ist glücklich und steht in vorderster Reihe. Sie holt auch Needy dazu. Needy ist allerdings direkt abgeneigt, was diese Band angeht. Die Band fängt an zu spielen, High Life in allen Räumen. Doch das Konzert endet abrupt, denn hinter der Bühne bricht ein Feuer aus, Kabelbrand oder was auch immer. Jedenfalls, das Feuer greift sehr schnell um sich. Und Jennifer und Needy wollen nur schnellstmöglich dieses Schuppending da verlassen. Ja, und sie fliehen. Die Band gleich hinterher, die lässt alles stehen und liegen und läuft erstmal raus. Nur raus. Von wegen anderen helfen, sie zu retten. Die haben nur sich selbst im Kopf. Es kommt bei diesem Unfall zu mehreren Toten. Menschen laufen schreiend aus dem Schuppen. Es ist ein entsetzlicher Anblick und Needy ist zutiefst erschrocken und entsetzt, aber sie kann nichts tun, denn dann würde sie sich ja selbst in Gefahr bringen. Ja. Der Sänger der Band schlägt doch vor, dass man erstmal in den Van steigt, um sich ein bisschen abzureagieren, ein bisschen entspannen zu können und ein bisschen was zu trinken. Das hat er nämlich im Sinn. Ja, Needy? Nein, die steigt da nicht ein, auf keinen Fall. Aber Jennifer, da Jennifers Ziel es ja ist, dem Sänger näher zu kommen, steigt sie in den Van. Und sie fahren mit dem Van davon. Das ist erstmal das Letzte, was man sieht. Needy bleibt zurück. Traurig, hätte Jennifer gerne davon abgehalten, hat auch alles versucht, aber Jennifer ist in dem Wahn, den Sänger zu erobern. Und wenn es um Männer geht, da kann man Jennifer nichts vorschreiben. Da geht sie stur geradeaus ihren eigenen Weg. Ein Weg, der sie ins Verderben führen wird. So viel kann ich euch schon mal sagen. Am Abend ist Needy zu Haus. Sie fragt sich, wo Jennifer ist. Sie versucht auch anzurufen, aber Jennifer taucht nicht auf, jedenfalls noch nicht. Irgendwann in der Nacht klopft es an der Tür. Needy öffnet die Tür. Niemand ist da. Als sie die Tür schließt, steht Jennifer im Raum. Die hat sich dann den Kühlschrank zu schaffen gemacht, ein ganzes Hähnchen rausgezogen und fängt an, regelrecht zu fressen. Sie frisst. Needy ist entsetzt. Jennifer ist blutüberströmt, wirkt schwer verletzt. Doch dann kommt noch was viel Krasseres. Nachdem Jennifer angefangen hat zu essen, kotzt sie alles schwallartig wieder aus. Es ist so ein schwarzes,
zähflüssiges Gemisch, das überall im Raum verteilt wird. Nidhi muss erstmal an sich halten, weil sie Gefahr läuft, sich selbst übergeben zu müssen. Sie macht so komische Geräusche, diese Jennifer, so abartige Schreie, widerlich. Dann stürmt sie aus dem Haus und Nidhi bleibt alleine zurück. Ja, was bleibt? Sie kann den ganzen Dreck erstmal aufwischen. Und das ist sehr, sehr schwierig, da das Zeug zäh wie Lappleder ist. Die ganze Nacht hat sie wohl mit Putzen verbracht und am nächsten Morgen trifft sie Jennifer in der Schule, die ist, als wenn nichts wäre. Sie sieht wunderschön aus, die Haut ist ganz intakt und ihre Haare glänzen und sie ist super gut drauf. Der Lehrer erzählt von jenem Abend in dem Schuppen und dass es diverse Todesfälle gegeben hat. Jennifer interessiert das gar nicht, sie sieht das locker, während Nidhi tief betroffen ist, auch über die Gleichgültigkeit ihrer Freundin. Denn Jennifer mag sein, wie sie sein mag, aber dass sie so ohne Mitleid ist, so kennt Nidhi ihre Freundin nicht. Ja, Nidhi kann es kaum fassen, dass Jennifer so gefühlskalt ist. Ja, auch ein Typ des Footballteams ist anwesend. Ja, der hat seinen besten Freund verloren und weint. Niemand lacht, außer Jennifer. Die findet es lächerlich. Ja. Am nächsten Tag, glaube ich, ja, trifft sie den Footballspieler am Rande der Schule Richtung Wald. Sie lockt ihn in den Wald. Ja, sie erzählt ihm irgendwas davon, dass sie ihn gerne näher kennenlernen würde und dass sie ja schon lange auf ihn steht. Ja, und während sie ihn küsst, verändert sie sich auf einmal. Ihr Gesicht wird zu einer Fratze und richtige lange Zähne kommen vor und sie beißt ihn. Sie beißt ihn und giert gleichzeitig nach seinem Fleisch. Man findet den Jungen später völlig ausgehöhlt. Der Bauch ist leer gefressen, das ist widerlich, ja. Wieder ein Schock für die kleine Stadt. Was ist hier eigentlich los, denken die sich. Was kann hier sein? Es gab nie einen Mord in dieser Stadt. Das ist ein Mord, ja. Das ist wohl der erste Mord in diesem kleinen Ort. Ja, ein paar Wochen später wirkt Jennifer plötzlich sehr genervt. Ja, sie sieht auch nicht mehr so schön aus. Ihr Haar ist stumpf, sie ist schlechter Laune. Sie sieht irgendwie sehr mitgenommen aus. Sie ist müde und schlapp. Ja, das kennt Jennifer schon. Sie weiß, was zu tun ist. Sie muss wieder töten. Das heißt, sie muss fressen. Nidhi weiß immer noch nicht, was mit Jennifer los ist. Denn Jennifer hat ihr nicht erzählt, was in jener Nacht passiert ist. Nidhi hat sie mehrmals gefragt, was denn nun mit der Band wäre. Aber Jennifer hat sich noch nicht geäußert. Das kommt erst später dazu. Jennifer braucht Frischfleisch und macht sich an einen Außenseiter an der Schule ran. Sie lockt ihn zu einem Date in ein verlassenes Haus und ihm geschieht dasselbe wie allen anderen auch. Er wird getötet auf grausame Art und Weise. Ein zweiter Mord. Die Stadt ist erschüttert. Ja. Und niemand weiß, dass es die harmlose Jennifer ist, der Star der Schule. Nidhi hatte irgendwas im Gefühl, dass in dieser Nacht irgendwas passieren würde. Und sie wusste, dass Jennifer mit dem Typen ein Date hatte, sie fährt die Straße lang und plötzlich steht Jennifer mitten auf der Straße vor ihr, blutbesudelt. Man sieht, dass sie getötet und gefressen hat. Nidhi ist erschüttert. Und sie weiß nun, dass es so nicht weitergehen kann. Sie muss handeln. Sie muss Jennifer das Handwerk lehren. Das heißt, sie muss Jennifer vernichten, so schwer ihr das auch tut. Nidhi ist voller Panik. Ja, das ist sie. Am nächsten Tag erzählt sie das ihrem Freund. Ja, aber der glaubt ihr nicht. Der meint, Nidhi bräuchte psychologische Hilfe, denn das könnte ja alles nicht der Wahrheit entsprechen. Ja. Es entspricht aber der Wahrheit und Nidhi macht sich in der Bibliothek erstmal kundig, was Satanismus ist und wie es vorgeht und warum das alles passiert und wie man einen vom Dämon besessenen Menschen, denn das glaubt sie inzwischen, töten kann. Sie findet auch einige wertvolle Tipps, bespricht das auch wieder mit ihrem Freund, aber der glaubt ihr
kein Wort. So, dann treffen Jennifer und Needy wieder aufeinander und diesmal erzählt Jennifer die ganze Geschichte. Sie erzählt, was an jenem Abend passiert ist. Needy hört voller Spannung und Schrecken zu. Ja, sie haben versucht, Jennifer zu opfern, diese Band. Sie haben sie festgebunden und wollten sie tatsächlich opfern, sprechen ihre Rituale da ab, ihre Sänge und Klänge. Mit einem großen Messer wollen sie sie abstechen. Doch was sie nicht wissen, Jennifer ist keine Jungfrau mehr. Und Satan reagiert äußerst ungehalten, wenn er eine nicht jungfräuliche Frau zum Opfer bekommen soll. Ja, das Ganze geschieht dann so, die murmeln ihre Formen, stechen Jennifer ins Herz, aber Jennifer stirbt nicht, denn ein Dämon fährt in sie ein. Ja, das ist das Gesetz, wenn ein Ritual verletzt wird, dringt ein Dämon in den Körper des Opfers ein und bemächtigt sich seiner, um zu leben und um Nahrung zu bekommen. Und seitdem, erzählt Jennifer, hat sie immer wieder Hunger, aber sie kann keine Lebensmittel essen, sie muss menschliches Fleisch essen, sonst verkümmert ihr Körper. Needy ist entsetzt, ja. Aber Jennifer sieht das eher locker und meint, sie solle sich doch nicht so aufregen. Es wäre nun mal so und es ist ja nicht zu ändern, ja. Nun ja, das nächste, was ansteht, ist der jährliche Schulball, ja. Der Freund von Needy möchte unbedingt dahin, aber Needy hat Angst, denn das ist ja ein offenes Buffet für Jennifer. Sie kann sich hier bedienen, so all you can eat, könnte man sagen. Deswegen hält sie auch ihren Freund davon ab, auf diese Party zu gehen. Sie möchte es unbedingt. Aber ihr Freund spielt da nicht mit. Der möchte unbedingt dahin. Gut, Needy bleibt erst zu Hause. Das ändert sich später. Als der Freund von Needy auf dem Weg zum Ball ist, sieht man von hinten langsam Jennifer näher kommen. Immer näher, immer näher. Plötzlich geht sie neben ihm. Er erschrickt erst, als sie plötzlich auftaucht. Er erinnert sich an die Worte, die Needy ihm erzählt hat, aber er glaubt die ganze Sache nicht. Schließlich sieht Jennifer aus wie ein Mensch und nicht wie ein Dämon. Nun ja, was tut Jennifer wohl? Sie macht sich an den Freund von Needy ran. Ja. Sie kommen sich auch näher, sie küssen sich, sie ist total gierig und lockt ihn in ein verlassenes Schwimmbad. Ja. Needy ahnt, dass irgendwas nicht stimmt. Sie geht nun doch auf den Ball, wartet aber vergebens auf ihren Freund. Sie ruft die Mutter an, des Freundes, die erzählt ihr, dass der schon vor 20 Minuten durch den Wald Richtung Schule wollte. Jetzt klingeln bei Needy alle Alarmglocken. Ja. Inzwischen zeigt Jennifer, unserem Freund hier, ihr wahres Gesicht. Sie beißt ihn in den Hals. Indessen hat Needy die Stelle gefunden und versucht, Jennifer abzuwehren. Sie kämpfen miteinander. Der Junge ist schwer verletzt. Sie landen im Wasser und Jennifer spielt alle ihre dämonischen Fähigkeiten aus. Needy zieht Tränengas oder Pfefferspray und sprüht ihr damit ins Gesicht. Dadurch ist Jennifer ein wenig außer Gefecht gesetzt. Schließlich und endlich sucht sie das weiter und haut ab. Needy ist nur noch für ihren Freund da. Sie ist völlig verstört. Der Junge ist schwer verletzt, aber Needy meint, du schaffst das. Sie ist in Tränen aufgelöst. Ja, um es kurz zu sagen, der Junge stirbt. Er stirbt. Nun ist Needy ganz am Ende. Needy weint bitterlich. Sie geht nach Hause und ist völlig verzweifelt. Dann jedoch erwacht ihr Kampfesgeist. Ihre beste Freundin, ihre angeblich beste Freundin, die nur von einem Dämon besessen ist, hat ihren Liebsten umgebracht, mit dem sie ihren ersten Sex hatte und den sie über alles liebt. Ja, das hat er getan. Das hat sie getan. Ihre Freundin. Sie zieht sich einen Jogginganzug an und macht sich auf den Weg, sie nimmt noch ein Messer mit, und macht sich auf den Weg zu Jennifer. Die liegt ganz harmlos im Bett und hört Musik. Needy schafft es, durchs Fenster in ihrer Wohnstube einzudringen. Jennifer ist erschrocken oder sagen wir mal amüsiert,
als Needy plötzlich vor ihr steht. Jennifer sagt ihr die Meinung, das ist wirklich vom Allerfeinsten, ja. Dann kämpfen sie miteinander. Needy denkt immer an ihren Freund Chip. Chip ist tot. Und Jennifer muss dafür sterben, damit keine weiteren Opfer mehr, sagen wir mal, sterben müssen, damit kein Mensch mehr sterben muss. Es sind zu viele gestorben und zu viele haben gelitten. Jennifer setzt alle ihre dämonischen Kräfte ein. Sie kämpft mit Needy, die immer wieder versucht, ihr das Messer reinzujagen. Sie schweben schließlich sogar an der Decke und kämpfen miteinander. Ja. Was später erst rauskommt und was man sieht, Jennifer hat Needy in den Hals gebissen. Ja, das könnte noch Folgen haben. Schließlich und endlich rangeln sie miteinander und Needy gelingt es, Jennifer das Messer ins Herz zu stoßen, so wie es das Buch verlangt hatte. Nur ihr Unglück ist, dass gleichzeitig die Mutter von Jennifer ins Zimmer tritt und diese Sache sieht. Sie sieht, dass Needy ihre Tochter ermordet hat und dafür muss Needy büßen. Denkt eigentlich jeder normale Mensch, ja. Aber in diesem Fall war es wohl eine gute Tat, die Needy da begangen hat. Aber das wird ihr leider nicht gedankt, das sage ich euch. Needy landet in einer psychiatrischen Klinik, geschlossen. Ja, wegen Mordes natürlich. Needy hat sich total verändert. Sie ist nicht mehr lieb und brav. Sie ist aggressiv und brutal. Sie fällt dort alle Werte an. Sie hat ziemlich starke Kräfte entwickelt. Ja, woher hat sie die Kräfte? Bei dem Biss durch Jennifer wurden dämonische Kräfte auch auf sie übertragen und die hat sie nun und die kann sie für sich ausspielen, ja. Sie widersetzt sich dort allen Regeln, landet ständig in der Isolation. Ja, Needy ist eine andere geworden. Es gibt die brave Needy nicht mehr. Leider, muss ich sagen, denn sie war ein richtig tolles Mädchen, ja. Needy schafft es dann auch, aus der psychiatrischen Klinik zu fliehen, dank ihrer dämonischen Kräfte. Ja, was hat sie vor? Ja, was hat Needy wohl vor? Needy will Rache nehmen. Rache nehmen an denen, die Jennifer das angetan haben und die Jennifer zu einem mordlustigen Wesen gemacht haben, zu einem Dämon, die nicht anders konnte, als zu töten und zu fressen. Ja. Was heißt das? Needy macht sich auf den Weg auf, um Low Shoulders zu töten. Alle Mitglieder dieser Band, sie hasst sie. Und das ist ihre letzte Tat, die sie unbedingt noch vollziehen möchte. Ja, und nun sage ich Cut. An dieser Stelle muss ich Cut sagen, weil die letzten Szenen, guckt euch die selber an. Ja, es ist sehr spannend. Schafft es Needy, die Band zu töten? Das ist die Frage. Aber selber anschauen. Ein ganz, ganz toller Film. Ja, ein wirklich toller Film. Ich gebe hier die Note 1+. Einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Ja. So, meine Lieben. Nun kommen wir auch schon zum dritten Film. Ja. Der heißt The Loved Ones oder auch Pretty in Blood aus dem Jahre 2009. Da habe ich erstmal die Hülle. So sieht das eigentliche Cover aus. Der Film ist als brillant beschrieben. Ein Meisterwerk. Das ist er auch. Und hier nun sehen wir die verrückte Lola mit ihrem Lieblingsspielzeug, dem Bohrer. Und hier sehen wir Brent. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Doch, ihr seht seine Füße. Und davor steht Lola, die verrückte Lola. Ja. So, nun aber zum eigentlichen Film. Brent Mitchells Vater ist bei einem Autounfall gestorben. Ja, nur leider saß Brent neben ihm und nicht nur das, er hat den Wagen gefahren. Plötzlich stand ein Junge auf der Fahrbahn. Brent musste ausweichen und fuhr gegen einen Baum. Der Vater ließ daraufhin sein Leben. Das alles hat Brent sehr verändert. Er ist ein emotionaler Krüppel geworden. Er kann keine Gefühle mehr zeigen. Er ist in sich gekehrt. Der einzige Freund, den er hat, ist sein Hund. Und er hat auch eine Freundin. Ja, siehe an. Und das ist Holly. Holly liebt ihn über alles. Wahrlich.
aber er kann ihr nicht zeigen, dass er sie auch liebt. Das verletzt Holly sehr, aber sie versteht es. Sie versteht, was Brent mitgemacht hat, und sie liebt ihn und hat vollstes Verständnis dafür, auch wenn es schmerzt. Denn es schmerzt. Das kann man so sagen. Er sagt ihr nicht die drei Worte, die sie so gerne hören würde. Wie gesagt, Brent ist einfach geschädigt. Er kann nichts dafür. Lola ist ein Mädchen aus der Schule, das kennt er, und die hat eines Tages die goldige Idee, Brent zum Abschlussball einzuladen, denn es findet der jährliche Abschlussball an der Schule statt. Brent sagt ab, denn er ist bereits mit Holly verabredet, Holly seiner Freundin. Ja, die beiden sind sich sehr nah, das muss man sagen. Aber wie gesagt, er küsst sie zwar, er ist auch zärtlich zu ihr, er schläft auch mit ihr, aber die drei Worte "Ich liebe dich", die sie ihm so oft sagt, die kann er nicht sagen. Das geht ihm nicht über die Lippen. Den Tod seines Vaters hat er nicht überwunden. Er sieht es vor sich und er glaubt, er ist schuld, denn er gibt sich die Schuld, obwohl er eigentlich nur ausgewichen ist, um dem Jungen das Leben zu retten. Ja, Lola ist so ein bisschen der Außenseiter an der Schule, denn in meinen Augen ist sie nicht ganz dicht, aber das stellt sich nachher noch sehr deutlich heraus. Ja, jetzt ist Lola angepisst. Brent will nicht mit ihr auf die Abschlussfeier? Na gut, dann entschließt sie sich, ihre eigene Abschlussfeier zu machen. Mit Vati, mit Mutti und natürlich sie selbst als der große Star. Sie beauftragt ihren Vater, Brent zu entführen. Das muss man sich mal vorstellen. Die ist doch nicht ganz dicht, oder? Bloß weil sie eine Abfuhr kriegt, meint sie, sie muss sich den Jungen zu eigen machen mit Gewalt. Also bei aller Liebe und Freundschaft, aber ich finde, dass sie irre ist, sieht man hier ganz deutlich. Unsere Schönheitskönigin in Anführungszeichen. Ja, an einem Tag ist Brent mal wieder unterwegs. Er geht an eine Stelle in den Wald, wo er sich, sagen wir mal, gedanklich ein wenig lösen kann. Sein Hund ist auch dabei. Er hat Kopfhörer auf den Ohren, deswegen hört er nicht, dass der Hund auf einmal massiv an zu bellen fängt. Irgendwas ist da im Umfeld, das nicht in Ordnung ist. Ja. Als er von hinten ein Tuch vor den Mund gehalten bekommt und ohnmächtig wird, da ist es dann schon zu spät. Leider Gottes, es ist zu spät. Der Hund wurde übrigens mit einem Hämmerchen erschlagen. Der kommt dann irgendwann noch bis zur Haustüre bei der Mutter gekrabbelt. Es ist ein entsetzlich elendiges Bild. Holly, die Freundin von Brent, versucht noch, ihn zum Tierarzt zu schaffen. Ich wollte gerade sagen, ins Krankenhaus zu bringen, aber nun ja, ist ja fast dasselbe. Aber der Hund, er liegt seinen schweren Verletzungen im Auto. Holly ist fassungslos. Ja, noch fassungsloser würde sie sein über das Bild, das sich Brent bietet, als er wieder zu sich kommt. Er sitzt gefesselt auf einem Stuhl, man hat ihm einen schicken Anzug angezogen, eine Art Smoking. Um den Tisch herum sitzt der Vater von Lola, Lola selber grinsend über alle vier Backen und dann Strahleauge, die arme Mutter von Lola, die lobotomiert wurde, also eigentlich nicht mehr anwesend ist, die eigentlich nur noch als Hülle da sitzt, verarscht wird von allen Seiten. Naja, so sehe ich die Familie auch an, Vater und Tochter, denn die sind ein Team. Ja, er wehrt sich, er ist entsetzt und Lola sagt, mein Prinz, da bist du ja endlich, sie ist also wirklich nicht ganz dicht. Ja, als nächstes fällt ihnen ein, dass sie ihn ja erstmal zum Schweigen bringen müssen. Er zerrt an den Fesseln und macht und tut und bittet darum, dass man ihn gehen lässt. Lola lacht nur. Während sie aus Pulver und Wasser eine Mischung herstellt, das ist Toilettenreiniger oder Badreiniger, das zieht sie in einer Spritze auf und spritzt es Brent hier direkt in den Hals rein. Ja, das hat eine massive Wirkung. Es sorgt dafür, dass derjenige stumm wird und ist mit Sicherheit, wie man an Brents Reaktion sieht, auch mit höllischen Schmerzen verbunden. Aber er kann kein Geräusch mehr von sich geben. Er ist jetzt, sagen wir mal, stumm. Die beiden lachen und freuen sich und sie umarmt ihn. Ja, wir können dich nicht hören, wir können dich nicht hören, sagt sie immer wieder, die Verrückte. Ja, das kann man wirklich sagen, die ist verrückt. Anders kann man es nicht sagen. Dann beginnt ein schönes Festmahl. Sie fressen wie die Schweine, anders kann man es wirklich nicht sagen.
Lola hat von ihrem Papa ein rosa Ballkleidchen bekommen. Ja, toll. Und so ist sie auch, wie ein kleines Mädchen. Wie ein kleines Mädchen benimmt sie sich noch. Alles ist rosa, die Welt ist für sie rosarot. Dass Lola in Wirklichkeit eine eiskalte, psychopathische Mörderin ist, ja, das kann man fast erahnen, aber was wirklich noch kommt, das ist unter aller Kanone. Also sowas hat man selten gesehen, das kann man nicht anders sagen. Und Lola bedeutet ein Menschenleben nichts. Das sieht man, ja, das sieht man später ganz genau. Es macht dir Spaß zu foltern, ob psychisch oder physisch, das ist ihr dabei ganz egal. Ja, immer wieder lässt Lola ihren Vater sie fotografieren, brennt und sie, um als Paar dazustehen. Sie ist inzwischen zur Ballkönigin gekrönt worden, hatte ich ja schon gesagt, und der arme Brent wird zum Ballkönig gekrönt. Ja, so sieht's aus. Ja, das ist alles fürchterlich. Sie zwingt ihn, Wasser zu lassen, als er Wasser lassen muss, und hält ihm ein Glas an den Dödel, dass er Wasser lassen muss. Der ist so erniedrigt und fühlt sich so verletzt, dass er erst gar nicht kann. Dann wird er mit einem Hämmerchen bedroht, dass man ihm auf die Füße klopfen wird, wenn er jetzt nicht Wasser lässt. In seiner Verzweiflung und mit letzter Kraft schafft er es, in dieses Gefäß zu urinieren, um es mal freundlich auszudrücken. Dabei schafft er es aber auch, seine Fesseln zu lösen und schafft es, zu fliehen. Er flieht. Die beiden natürlich hinter ihm her. Er versucht, so schnell er kann, zu kommen. Schreien kann er ja nicht großartig. Was soll man sagen? Sie kriegen ihn wieder. Ja, er konnte ja auch nicht weit kommen. Ja, jetzt folgt die Strafe. Zur Strafe werden ihm die nackten Füße an den Fußboden genagelt. Was das für Schmerzen sind, ja, das kann sich leider von uns keiner vorstellen. Oder besser gesagt, leider, nee, Gott sei Dank. Wer will die Schmerzen schon ertragen? Brennt es am Ende. Er hat solche Schmerzen, das kann man sich nicht vorstellen. Und die Erniedrigungen gehen weiter. Fotos werden gemacht. Es ist abscheulich. Wirklich abscheulich. Ja, sie zwingen ihn zu den absurdesten Dingen. Sie halten ihm ein Stück Hähnchen unter den Mund, das er essen soll. Aber er schafft es nicht. Er kann es nicht. Dafür wird er wieder bestraft. Man ritzt ihm ein großes Herz. Ich glaube, mit einer Gabel ritzt sie ihm das ein. Und schön hier die Zacken alle. Ja, das allein sind schon unmenschliche Schmerzen. Aber es kommt noch schlimmer. Sie bestreuen diese Stelle, die Brust, mit einem Pulver, das wahrscheinlich auch wieder der Bartreiniger ist. Was das für Schmerzen sind, das kann man sich nicht vorstellen. Die Mutter von Brent hat ihren Sohn inzwischen als vermisst gemeldet. Ein Freund der Familie, ein Sheriff, wird informiert und verspricht Hilfe. Auch Holly ist ganz durcheinander und weint und ist durcheinander und fragt sich, wo Brent abgeblieben ist. Wo kann er denn sein? Ja, der Arme sitzt gefoltert auf irgendeinem Stuhl. Brent ist nun inzwischen die Krone, wie gesagt, aufgesetzt worden und eine Pfeife bekommt er auch noch in den Mund, damit er vollkommen lächerlich dasteht. Ja. Die Füße sind ihm festgenagelt. Ja. Lola versucht, ihm noch ein Tänzchen zu wagen, indem sie ihn so ruckartig hin und her bewegt. Großartig bewegen kann er sich nicht. Erstens sitzt er und zweitens ist er festgenagelt. Anschließend tanzt Lola mit ihrem Vater und das sieht schon ganz anders aus. Die beiden sind abnormal. Das ist eine abnormale Liebe, ein Inzest, den sie begehen, denn in Wirklichkeit liebt Lola nur ihren Vater, was den Wahnsinn schon zeigt. Und auch der Vater liebt Lola auf eine Art, die nicht normal ist. Das sollte man vielleicht dazu sagen. Ja. Dann haben die zwei eine Idee. Sie köpfen eine Katze, die hatten sie wohl schon vorher getötet, sie köpfen sie und jetzt kommt das ganz Entsetzliche für Brent. Jetzt kommt das, womit niemand gerechnet hat. Ja. Vorher muss ich vielleicht noch sagen, hatte Lola ihm ein Buch gezeigt, in dem zu sehen ist, all die Jungs und Männer, die sie schon entführt hat. Und sie erzählt dem armen, verängstigten Brent, der voller Panik ist, was aus den Jungs alles geworden ist. Einer konnte wohl fliehen,
Später stellt sich heraus, dass das der Junge ist, der damals auf der Straße stand, als Brent den Unfall mit seinem Vater hatte. Ja, sie erzählt also ist nun klar, dass Brent nicht der Einzige ist. Es gab schon sehr viele. Es ist also ein Hobby von Lola, Menschen zu foltern und zu quälen und sich daran anzugeilen. Ein widerliches Frauenzimmer. Bäh, nur zum Kotzen. Ja, nun denkt Lola, muss ich mal was Gutes tun. Sie ziehen den Küchentisch weg, öffnen eine Luke, drunter ist ein richtiges Loch, eine Grube. Und was hört man da? So Grummen und Murmeln und Menschen, die scheinbar nicht mehr sprechen können. Ja, warum können sie denn nicht sprechen? Ja. Auch sie waren in Behandlung von Lola. Sie hat sie tatsächlich da unten all die Jahre gehalten wie Vieh. Sie schmeißt ihnen die tote Katze runter. Jetzt streiten sich die Armen unverschuldeten Opfer um diese Katze. Ja, diese armen Geschöpfe, denen man alles geraubt hat, auch ihre Menschlichkeit, denn man hat ihnen ihre Menschlichkeit geraubt. Sie wurden zu Tieren, zu urzeitlichen Geschöpfen, die degeneriert sind. Sie haben nur noch eins im Kopf: Leben und leben lassen und töten für ein Stück Fleisch. Ja, ein paar sieht man da unten, völlig verkümmert, das sind keine Menschen mehr, das sind Wracks. Ja, mit Entsetzen muss auch Brent das erkennen. Er ist wahrlich entsetzt. Ja, nun kommt das nächste Highlight. Ja, eigentlich das Allerschlimmste. Jetzt wollen sie Brent nämlich zu einem von da unten machen, weil Lola erkannt hat, dass sie nur ihren Vater liebt. Für Brent hat sie eigentlich nichts übrig, der muss jetzt in die Grube. Ja, aber vorher muss man ihm des Wichtigsten berauben, was er hat. Sein Hirn. Ja, wie macht man das? Ja, Lola möchte ihren ersten Bohrversuch starten. Ja, wo geht der Bohrversuch hin? Mitten in den Schädel. Genau hier soll ein Loch gebohrt werden. Das machen die dann auch tatsächlich. Lola bohrt Brent ein Loch in die Stirn. Was das für Schmerzen sind. Halleluja, das möchte wohl niemand von uns wissen. Das ist das Grauen schlechthin. So kann man es nicht anders sagen. Der Junge stöhnt, richtig schreien kann er ja nicht, er wimmert, so kann man sagen, aber die zwei hören nicht auf. Das Geilste, was sie dann aber vorhaben, ist, sein Gehirn zu kochen, damit es endgültig vernichtet ist. Wie macht man das? Man nimmt kochendes Wasser, setzt einen Trichter in das Loch und gießt die Flüssigkeit hinein. Brent ist allerdings schon dabei, hinten die Fesseln langsam zu lösen. Er hat eine Art Rasierklinge, mit denen er die Fesseln hinten durchzuschneiden versucht. Noch ist es aber nicht so weit, kann ich euch sagen. Dann kommt der Trichter. Lola gießt und gießt natürlich das Wasser daneben. Ausgerechnet die Arme ihres Vaters werden betroffen. Aber auch Brent bekommt etwas von der kochenden Flüssigkeit ab. Ja, und dann, gerade als sie den Trichter befüllen will, der Brent für immer vernichten würde, schafft er es, sich loszureißen. Er stürzt sich auf den Vater, nimmt den Hammer und schlägt auf ihn ein bis zur Besinnungslosigkeit. All seine Wut, all sein Hass kommt durch. Anschließend stürzt er sich auf Lola, die noch versucht, ihn zu attackieren, aber sie schafft es nicht. Er würgt sie bis zur Bewusstlosigkeit. Anschließend schaut er in das Loch runter und ist entsetzt. Er sieht alles. Was er allerdings nicht sieht, ist, dass Lola sich berappelt hat und ihn von hinten in die Grube stößt. Ja. Ja, nun ist der arme Brent in einer äußerst misslichen Lage. Er hockt da unten, kann nicht raus und die da unten brauchen Frischfleisch. Er wehrt sich so gut er kann. Er hat noch den Hammer in der Hand und streckt damit die meisten der, sagen wir mal, armen Geschöpfe hin. Ja, was soll er machen? Die wollen ihn ja fressen. Er hat keine andere Wahl, als sie hinzustrecken. Ja, Lola schließt das Loch wieder zu und kümmert sich erstmal und heult und weint wegen ihrem Vater. Sie ist völlig hysterisch, anders kann man das nicht nennen. Nebenbei geht sie ins Nebenzimmer und tötet ihre Mutter, indem sie ihr ein Kissen aufs Gesicht drückt. Alles völlig unlogisch, kein Mensch weiß, was das soll. Aber die Frau ist, wie gesagt, das Mädchen, denn sie ist ja eigentlich noch ein Mädchen. Sie muss wohl von Kindheit an schon wahnsinnig gewesen sein. Ich weiß es nicht, denn warum sonst hätte man dann der Mutter dieses angetan? Gute Frage. Nächste Frage. So. Inzwischen hat der Sheriff den Tipp bekommen von Holly, dass Brent
von Lola zu einem Ball eingeladen worden ist und seitdem verschwunden ist. Sie äußert den Verdacht, dass vielleicht Lola etwas mit dem Verschwinden zu tun haben müsste, weil die ja sich äußerst seltsam verhält, auch in der Schule. Der Sheriff macht sich auf den Weg, dringt ins Haus ein, versucht sich zu verteidigen, denn Lola ist immer noch da. Die raubt ihm die Waffe, schießt und wirft ihn in die Grube. Ja, da sieht Brent nun, er ist ein Freund der Familie, den sieht er nun unten ankommen. Und nun ist er völlig verzweifelt. Er hat aber jetzt auch den Revolver und versucht aus der Grube heraus auf Lola zu schießen. Ja, das klappt nicht. Lola kann der Sache ausweichen. Sie brüllt noch von unten und jetzt gehe ich zu deiner Mutter und zu deiner Freundin und werde sie töten. Für das, was du meinem Vater angetan hast. Die hat ja wohl voll den Dachschaden. Jetzt ist Brent alarmiert, aber aufs Äußerste alarmiert. Er muss jetzt alles tun, diese Grube zu verlassen und er muss alles tun, um seine Freundin und seine Mutter zu retten. Ja, denen ist er das schuldig, für all die Jahre, die er sich eigentlich ihnen verschlossen hat. So, er schafft es, indem er die Leichen übereinander stapelt, sich einen Weg nach oben zu schaffen. Er schafft es, aus der Grube herauszuklettern, sich den Wagen des Polizisten zu schnappen und sich auf den Weg zu machen. Ja, er macht sich auf den Weg, um seine Familie zu retten und um Lola zu töten. Ja, liebe Leute, jetzt muss ich leider Cut sagen, denn den ganzen Film spoilere ich hier nicht. Das ist ja schon mal klar. Ich hätte zwar jetzt richtig Lust, euch da weiter aufs Bild zu führen oder ins Bild zu setzen, aber ich sage euch nur eins: Es gibt eine tolle Schlussszene, tolle Schlussszenen. Schaut euch diesen Film an. Er ist der Wahnsinn, wirklich der Wahnsinn. Also absolut beknackt, was da abgeht. Und wie ein Mensch sich so verhalten kann, wird mir für immer ein Rätsel sein. Ja. Ja, liebe Leute, wie benote ich diesen Film? Ja, da kann ich ganz klar sagen, eine 1 plus. Er zählt zu meinen absoluten Lieblingsfilmen. Daumen hoch für diesen Film und für die beiden anderen natürlich auch. So, das war Cassandras Movie Time. Nun muss ich aber noch was in eigener Sache sagen und wende mich an die YouTuber da draußen, die ich ja beim letzten Mal gebeten hatte, mir zu sagen, was ich tun kann, wenn meine Aufrufe nicht erscheinen bzw. zurückgehalten werden. Das, liebe Leute, hat sich inzwischen erledigt. YouTube hat mir alle Aufrufe zurückgegeben und jeder Aufruf landet nun auch bei meinem Video. Da freue ich mich sehr drüber und danke an YouTube. Das war's, meine Lieben. Ich verbleibe mit ganz lieben Grüßen an euch und sage bis bald, eure Cassandra.